Niederseifersdorf. Diesen Ort kennt man ja eigentlich nur, wenn wieder mal der Tunnel Königsteiner Berge auf der A4 zwischen Görlitz und Bautzen gesperrt ist oder wenn irgendwas passiert ist. Ich bin auf jeden Fall mal abgefahren von der Autobahn, um zu schauen, was hinter der Leitplanke so los ist und treffe mich gleich mit Rosalie Snitsche vom Heimatverband, um zu schauen, was es hier so zu entdecken gibt. Und da sind wir ja schon direkt am richtigen Ort, dem zentralen Punkt der Wehrkirche. Ist das richtig? Sie werden es gleich sehen. Die Kirche von außen ein Trutz, ein wehrhafter Trutz und von innen wunderschön. Die Kirche wurde 1346 erbaut. Sie sehen hier unsere Bilderbibel. Sie ist nach Bildern von einem gewissen Schöffer gemalt worden. Wie Sie sehen, haben wir die ersten Bilder müssen schon in Ordnung bringen lassen. Und die nächsten sind recht wichtig, dass die auch noch geschützt und wieder neu dargestellt werden. Warum lebt sich's denn hier besonders schön? Die Menschen von Niederseifersdorf sind liebenswerte Leute. Sind aber gar nicht mehr so viele, oder? Nein, leider. Wir haben uns um die Hälfte verringert. Also es sind noch 737 Einwohner und das ist zwar schade, aber wir hoffen, dass es doch noch wieder mal mehr wird, dass die Jugend wieder zurückkommt oder hier bleibt, sodass sich das wieder ändert. Ich glaube, wir treffen auch noch zwei, drei Leute, die Sie kennen und die ich kennenlernen sollte. So, da sind sie, die Männer, mit denen ich mich verabredet habe. Ja. Hallo, Herr Letsch. Sie kommen vom Radballverein, ist das richtig? Ja, ich bin der Vorsitzende des hiesigen Radsportvereins. Dann begrüße ich den Herrn Stricker, Wehrleiter von Niederseifersdorf, von der Feuerwehr. Von der Feuerwehr, ich bin schon ganz gespannt. Das sind ja immer die besten Jungs. Ne? Und einen echten einheimischen Niederseifersdorfer, Frank Becker. Ich begrüße dich. Grüß dich. Na? Du wohnst jetzt aber nicht mehr hier, oder? Ich wohne jetzt nicht mehr hier, ich wohne in Berlin und komme aber immer gerne. Und damit willst du mir jetzt sagen, Niederseifersdorf ist schöner als Berlin? Ja. Wir sind jetzt ungefähr 18 aktive Kameraden und genauso viel Altersehrenabteilung. Wir haben so im Schnitt um die 12 Einsätze im Jahr. Das meiste ist technische Hilfeleistung, Autobahn bzw. hier auf der Hauptstraße. Aber eine Katze würden Sie auch retten, oder? Natürlich hätten wir auch Katzen. Das sind quasi die Uniformen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, oder? Das ist die Einsatzbekleidung hier. Hier ziehen wir uns um, wenn es zum Einsatz geht. Wenn also die Sirene losgeht, dann rennen die starken Jungs hier rein. Ich würde sagen, ich schlüpfe da mal schnell rein, ja? Von mir aus. Sie nehmen mal mein Mikro. Jawohl. Ich muss mal sagen, für ein Mädchen ganz schön anstrengend. Das sind die heiligen Hallen des Radballvereins. Das ist unser kleiner, bescheidener Vereinsraum, in dem wir alle unsere Erfolge, Pokale, sprich und Fotos aufbewahren und in dem wir dann auch zusammensitzen, wenn wir unser Training beendet haben. Ha, das ist es. Ja, das ist aber ein Rad-für-Rad-Polo für die Damen also. Ein weicher Sattel, weil die Damen dürfen sitzen beim Radpolo und der Lenker wird andersrum gehalten, damit man bequem fahren kann. Also, Übung macht den Meister. Ich merke, mit Runde zu Runde werde ich hier sicherer auf diesem Rad. Das heißt, ich sollte mich vielleicht der nächsten Herausforderung stellen. Da kommt das Equipment. Ruhig etwas tiefer den Stock anfassen. Ja. Jetzt ruhig in Richtung Stock etwas sich lehnen. Sie stehen zu senkrecht auf der Seite. Kippen Sie weg. Unglaublich interessante Erfahrung und vor allen Dingen ganz schön kompliziert, schwerer als es wahrscheinlich aussieht bei den Profis. Wie lange haben Sie ungefähr geübt?
Ich habe mit 9 Jahren angefangen. Ich denke mal, dass ich es dann mit knapp 10 Jahren dann so weit hatte, dass ich auch mitspielen konnte. Also dass sich der Trainer mir das so beigebracht hat, dass ich auch ein Spiel machen konnte. Unten links aus der Luft zu sehen, die Sporthalle. Eines der Highlights in der kleinen Gemeinde. Ein Tag Niederseifersdorf liegt hinter mir. Ich bin von der Autobahn abgefahren, um zu schauen, was es hinter der Leitplanke alles zu entdecken gibt. Ja, und Zeit, Bilanz zu ziehen. Frank, warum lohnt es sich denn, hier abzufahren, Niederseifersdorf zu besuchen? Nette Leute, schöne Landschaft. Schau dich um, es lohnt sich immer. Das kann ich nur bestätigen. Es war schön, hier zu sein. Danke. Ich